Was geht ab, was geht down? Habt ihr Bock auf den Zaun? Mit all unserer Mobilität schleichen wir dem Sieg entgegen. Das muss so eine harte Demütigung sein, für so einen Heavy von einem Churchill Gun Carrier gepusht zu werden. Das muss so eine Demütigung sein. Alter, top. Top Damage. Oh, das muss ich mir einrahmen. Top Damage im Churchill Gun Carrier im Achtergefecht. Das muss mir erstmal jemand nachmachen. Das, ohne Kaffee halte ich das nicht aus. Durch zwei Mauern. Den Ficker. Nicht mal Panzer hast, ne? Spielt ja auch kein Arsch, den Panzer. Außer irgendwelche verwirrten YouTuber und Streamer, die den vielleicht drei marken oder wo er sich im Panzerwunsch gewünscht wird. Aber sonst viel freiwilliges Personal kauft den, glaube ich, nicht. Vor 3 Jahren war ich noch 27. Ja, das hast du gut errechnet, Rocket. Ich habe dann Turbo-Altern betrieben. Kann ich nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Einfach schneller altern. Bin ich auf der Seite. Hi. Ja? Na, zappel ein bisschen. Komm, zappel. Zappel ein bisschen mit dem Türmchen, na? Nein, er macht mich gestunt. Geile Felsformation, oder? Richtig geile Felsen. Jetzt ein Bagger, wäre das geil. Und dieser ganze Sand vor mir. Scheiße, bin ich high. Die Karfreitags-Crackpfeife kickt ordentlich rein. Oh, geil. Jetzt jodelt dann Leo rein. Leute, ihr sagt mir, dass das hier versteckte Kamera ist. Ihr wollt mich doch nur schon wieder charakterlich testen, oder? Der bounced, alles klar. Hä? Wie der Leopard einfach in jeden reingekracht ist. Und dann hat er den Fast Exit genommen. Ja, stark. Steiners Panzertruppe. Schulz! Steiner! Sie hat einen auf jeden Fall dazu ermutigt, für heute den PC auszumachen und morgen locker flockig weiterzumachen. Am besten war, Laura und ich waren auf dem Parkplatz und ruft von hinten einer: Hey Maus, hey Laura, frohe Ostern, und geht einfach weiter. Wann kommt eigentlich dein Nacktkalender? Digi, ich sitze da dran. Muss nur noch die Klamotten fallen lassen. Wow. Der Schuss. Der wieder. Komm, er fährt da direkt runter. Komm, straight Abfahrt. Let's go. Jawollo. Ich will dich ja nicht in der Freizeit nerven. Freizeit nennst du das? Wenn meine Frau mich samstags zu Ikea schleppt, dann nenne ich das alles, aber keine Freizeit. Ey, wir haben fast eine Stunde bei der Warenausgabe gewartet. Junge, war ich abgefuckt. Und dann, als wir dann endlich die Vitrine hatten, nur noch mal schnell ins Gartencenter von Bauhaus, weil es so viel Spaß macht. Ich hab die Ratte. Er hat die Ratte. Moin. Hallo. Moin, moin. Moin. Haben euch wilde Zuschauer dazu genötigt, mich mitzuschleppen? Eventuell. Aber wenn ich euch beide jetzt hier an einem Samstag am Start habe, dann muss ja auch eine Runde Klicken später drin sein, oder? Oh, aber Maus, an sich bräuchte man eigentlich 2 Artis im Platoon, aber das geht leider nicht mehr, du. Das wär oh, kennst du noch, weißt du noch früher diese ekelhaften Platoons mit 3 M53 und sowas? Triple Patchet, ja. Die du mit 5 Sekunden Intraclip. Oh. Das war ganz, ganz finstere Zeiten. Er lässt sich jetzt hier echt runterdroppen. Junge. Hi. Ja, da mit dem Arsch voraus runterkommen. Ohne HP zu verlieren. Ja. Aber Mailand hat einen Turbo in der Maus. Guck mal, wie er schon wieder hier. 2 Turbos sogar drin. Also, da sieht man wieder seine Formel 1 Addiction. Oh, der Amix Light. Ja, das ist ja Mailand Racing Team, das ist das Mobile HQ. Wir fahren, also, ich dachte, das wäre das Safety Car. Wir fahren zurzeit in der ELC Racing League mit.
Und da sind drei ELCs unten drin, in dem Panzer. Ah, in so. Oben schlafen die Mechaniker und die Fahrer. Also quasi ein Tourbus. Richtig, genau. Bist du ready? Okay, ich bin ready. 3, 2, 1. Oh, er guckt gar nicht. Oh, ich bin aber gebounced. Er ist auch zweimal gebounced. Ja. Ich sollte ihn haben. Ich geh in den Reload. Nein! Mailand, was ist da denn los, Mensch? Ja, ja, ich hatte hier mit anderen Konsorten zu kämpfen. Da. Ja, wärst du mal bei der Gruppe geblieben, ne? Ja. Hatten das ja alles voll im Griff. Wir haben dich ersetzt durch das 257. Die 557, da, da fährt er, da fährt er, da fährt er. Ich hab ihn aus dem Busch mit dem Lightshot gelockt. LOL. Minus. Okay, jetzt oder war noch was dran? Komm, ich der Weg sitzt, glaube ich, noch voll. Ah, hier jetzt die Waschbären. Ich bin offen. Ja, ich auch. Ich bleib, ah. Ich bleib hier, hull down. Ah, der ist gut da links. Oh, er schießt auf mich. Ist die bei uns? Hab ihn. Oh. Ich mach den. Nicht nach Hunting Gear. Stark, Mensch. Und jetzt holt der WC den Chess. Ja, naja. Egal. Nur Noobs sterben. Oh, das war ein schönes Rumgejubel, ey. So muss das. Nee, ihr beide fahrt jetzt EBR 105 und ich lasse mir den Nüsslicht jetzt. Wollen wir aber auch so einen Syphilien-Schuss sehen, ne? Ja. Richtig. Das ist schon so tief in der Hölle, da gibt es keine Skala mehr für. Oh. 10 TD ist auch noch gefühlt. Links, Chess. Über links, ja. Ey, ich habe hier, meine ganze Flanke ist offen, Freunde, ne? Okay. Nice. Oh. Wie, ja? Jochen? Ich habe ihn, glaube ich, direkt getroffen. Ah, hier. Danke. Hast meinen Arsch gerettet, actually. Was? Wieso? Ich glaube nicht, dass ich gepennt hätte frontal. Ich dachte, oh, okay, scheiße. Ich mach mal einen. Ich mach mal einen auf fair Teamplayer. Einfach rein da. Der Volltritt. Was? Ich würde ja sagen, die Grille ist anders rumgefahren. Da oben kommt der E4, der schiebt gerade das Wrack. Sieht einfach nur so, wie das Wrack sich so bewegt. Ich stelle mich mal vor dich, weil ich kann von der Grille noch. Da kommt die Grille, Vorsicht. Oh. Nee, schieb mich nicht. Guter Winkel, guter Winkel. Siehste. pass auf, fahr nicht vor. Ne? Ja, so vor allem, er hat die ganze Zeit gewartet hier, ne? Komm, Grille. Ist getradet. So, wie von der Dreiecksfraktion überrannt, wie ging das? Naja, die hatten die Vierecksfraktion auch hinter sich. Digga, das will ich nicht. Mein Gott, hallo. Alter, das war knapp. Das war ganz knapp. Wir werden hier fast gerade mit keiner Ausrüstung und keiner Munition in die Runde gestartet. Moin Odinson, wie war's mit dem zukünftigen Schwiegersohn? Lebt er noch? Ich frag für einen Freund natürlich nur. Stocher nicht in die offene Wunde. Odinson, ich muss es wissen. Im Sinne des jungen Mannes, ob ich jetzt hier quasi das österreichische Jagdkommando alarmieren muss, dass sie den Mann da aus deinem Keller rauslassen. Ah, ja, hier. Moin, ich bin's. Ah, ja, klar. Und gleich mal, zack, die Schelle sitzt. Endlich ist das Ostergejodel vorbei. What? Ich hole mir gleich erstmal ein Bier. So krass ist das Ostergejodel nämlich. Ich glaube, ohne komatöse Zusatzbetankung halte ich das nicht lange aus hier heute. Was? Und jetzt? Was kommt jetzt? Okay, dann kommt das finale Gejodel. Lol, Stritzwagen. Naja, wenigstens durfte ich heute auch mal. Es war zwar kein Full AP Blow-Up, aber wenigstens durfte ich heute auch mal jemanden blow-upen. Was ich von dem Panzer halte, ich finde den eigentlich ganz nice. Ach! Dreck. Wurde heute positiv getestet. Auf was? Auf Chlamydien? Ich warte hier auf den ersten aus meinem Chat, der mal positiv getestet wird auf Intelligenz. Auf leibhaftige Intelligenz. So intelligentes Leben, dass man das nachweisen kann im Twitch-Chat. Aber es wird, glaube ich, noch ziemlich lange dauern. In irgendeiner fernentfernten Galaxie. Mein Intelligenztest war gestern noch negativ. Heute auf einmal positiv. Ich weiß nicht, wo ich mich angesteckt haben könnte. Auf einmal konnte ich einen ganzen Satz formulieren. Wie krass ist das denn? Ja, das wäre aber, jetzt mal ohne Scheiß, wäre ein geiler Virus, ne? So ein Intelligenzvirus. Auf einmal bist du doppelt so schlau. Erstmal. Einfach nur, weil es sich geil anhört und den Gegner
einschüchtert. Aber ich kann ihm so einen mitgeben und dann hat sich das jetzt auch für ihn ausgejodelt. So, Apokas kann jetzt im Smallland abgeholt werden. Er hat fertig gejodelt. Ich will mich verarschen. Hat er da jetzt gerade eine Stunde gebraucht, um den GB-Tiger zu töten? Er hat ihn. Er hat ihn! Am Ende hat er ihn erwürgt. Die ganze Crew ist ausgestiegen und hat sich da eine handfeste Schlägerei geliefert, oder was? Der GB-Tiger ist ja auch so ein bisschen wie so ein Aal, ne? Ist so klipschig und zieht sich immer wieder aus dem Fang raus. So, Lona, ist das dein Ernst? Sauce Hollandaise auf eine Pizza? Boah, würde ich das sehen, würde es eine Anzeige geben. Würde ich direkt die Polizei rufen. Wenn neben mir im Restaurant oder so jemand sich eine Pizza mit Sauce Hollandaise bestellen würde, würde ich direkt anzeigen bei der Polizei. Direkt anzeigen, die Leute. So, jetzt geht's hier vorne ab. Mama Margret ist da, um aufmüpfigen Ehrenhundert die Schnauze zu polieren. Du da stehen bleiben. So, zack. Da gibt's erstmal ein Lötloch. Ein Lötloch mit einem Lötkolben. So, könnten wir jetzt, Ehrenhundert, können wir jetzt mal ganz kurz hier den Play nochmal besprechen. Ich kann eh keiner leiden. Oh Mann, ich wünschte, ich würde in den Runden immer so viel Schaden machen wie du, aber ich habe keinen RNG-Knopf. Das ist wirklich eine ganz, ganz traurige Geschichte, die du uns da mitgebracht hast. Jeder, der hier einen 10er donatet, der kriegt automatisch einen RNG-Button nach Hause geschickt. Das wisst ihr doch, Mensch. Hast du da mehr Gefechte als auf deinem Hauptaccount, oder wie? Keine Ahnung, du. Ah, jetzt weiß ich, woran das bei dir liegt. Weil du immer so serious spielst. Ich bin halt Fast-Grinder, verstehst du? Ach, du bist einfach den Speed-Jolan, ja. Scharfutur, ein Clip, eine Minute, nächster Panzer. Das Thema, ja. Ich starte hier nochmal ganz kurz die Reserven. Ja, meine sind jetzt in der Zeit ausgelaufen. Er hat sein Handtuch vor dir hierher geworfen. Ja, genau. Seine Liege schon reserviert. Warum nimmt dich keiner ernst? Nee, unsere Kombination hier. So. Wobei, ich habe eine fette Spinne auf der Turmseite. Ich sehe schon, das Herzchen dort, also... Junge, alles raufgeklatscht, was das Lager zu bieten hatte. Nicht so einen furchteinflößenden Panzer gesehen. Die Spine. Man nennt sie auch die Spine. Ich meine, wenn du dir meinen Tank anguckst, da weiß ich jetzt aber nicht, welcher gefährlicher ist, deiner oder meiner. Na, deiner sieht schon ganz, ganz fies aus. Totenköpfe drauf. Deiner sieht so aus, als wollten sie eigentlich einen KN90 basteln. Dann haben sie gesagt, ach komm, ich habe hier noch ein altes KV3-Rohr rumliegen, Randschrauben, Turmdreh, brauchen wir nicht. Ja. Genau, die haben die Mechanik für den Drehmechanismus am Turm hatten sie nicht da, war nicht auf Lager. Da haben sie und da haben sie den Turm einfach so festgeschweißt. Wir haben einfach einen T103-Turm genommen und dann ein bisschen ausgestanzt. Fertig ist die Laube. Oh, Mann, das sind so viele! Maus, make it stop. I can make it rain. Die Logo ist ein bisschen mehr feierlich, denn. Komm, gönn mir noch einen. Hau ab. Alter, wie schlecht dieser Reload ist auf dem Panzer. Holy fuck, du. Ich habe wirklich gerade ununterbrochen gefeuert eigentlich, ne? Ja, ich auch. Aber am Anfang sind ein paar Schellen weggeflogen. Das ist jetzt auch eine Niederlage. Der größte Bot gewinnt das Gefecht, du. Okay. Vor allem, die Gefechtszeit ist abgelaufen. Es geht noch 3 Sekunden weiter, oder was? Ich dachte, okay, es wäre jetzt unentschieden, weil Zeit abgelaufen ist. Ich auch. Und dann gewinnt er das noch, oder? Ja, dann würde ich sagen, haben wir uns das Recht verdient. Ja, ich wusste es. Soll ich jetzt die Cappy auch umdrehen, oder? Warte. Brauchst du einen Propeller auf deiner Mütze, damit das funktioniert mit der Ari, ne? Ja, ich mache jetzt hier einen auf Over the Top. Kennst du ja nicht den Film, aber ich bin jetzt ready hier. Jetzt wird hier anders reingeklickt. Nein. Ich fahre jetzt gleich in so ein FV rein hier.
Das ist hier wieder dumm einfach, aber ich fahre die ganze Zeit durch die Gegend. Jo, ich bin offen. Ja, ich hab's Objekt getrackt in der Hoffnung, dass er dich nicht macht dann. Was? Der Frack hat den Badget nicht erschlagen? Scheiße, ich hab den Stein touchiert, Mann. Deswegen hat sich die Karre auf die Seite gelegt. Ich wollte eigentlich jetzt noch die Arti jagen gehen. Na, ist halt super räudig, du weißt. GWE gespottet. Oh. GWE gespottet. Bruder, fick ihn! Schön. Ja, natürlich. Dafür hat er auch mit seinem kompletten Leben bezahlt. Aber er trifft mich in der Luft in meinem besten Sprung bis jetzt. Ah, Bruder, komm. Sprechen wir nicht über die Runde. Oh, okay, der Schuss war auch nicht verkehrt, Alter. Ich werde gerade von so einem Leo gejodelt. I see. Maus, nicht festfahren. Ja, mag keiner. Er hat es gebounced. Easy gedodged, man. Nein, ich hab hier nicht. Kein Problem. Easy gedodged. Danke, dass wir noch ein Krümel liegen hast. Ich glaube, bei dem Einsprung vorhin war ich bestimmt 20 Meter hoch. 20? Waren es nicht doch 40? Ey. Ja, es können auch 40 gewesen sein, aber ich war auf Augenhöhe mit der Kirchturmspitze. Safe. Ach, dann warst du das, der über meine Artischelle drüber gesprungen war. Ja, ich bin auf der Artischelle geritten. Was mache ich hier? Automatische Aufstellung. Uff. Und jetzt? Reinzoomen. Ach ja, wir kommen an den Conker hier. Let's go. Boah, hier, Reverse Sidescrape auf Doom. Ja, schön so seitlich rausfahren. Ich muss das jetzt hier üben, weil ich habe mich dummerweise breitschlagen lassen, an so einem Community-Contributor-Turnier, was Sonntag startet, teilzunehmen. Jetzt muss ich das natürlich üben, bevor ich mich hier völlig zum Obst mache. Ist das der Push jetzt, oder was? Ja, nicht rückwärts, Junge. Vorwärts! Alter, was ist... Was ist das für eine Fahrweise? Wir brauchen den Jochen. Wo ist der... Haben die keine Jochens hier, oder was? Komisch. Keine Radpanzer. Kein EBR. Das ist aber komisch. Jetzt drücke ich einfach ins Gefecht, oder was? Habe ich jetzt alles gesetzt? Geht's los hier. Oha. Jetzt einfach mal rein. Ach, der hat nur noch 2 Schuss. Was ist das denn für ein Affe? Der hat nur noch 2 Schuss. Den muss ich erstmal auf Nachladen schicken. Mir fehlt der Ingame-Chat, jawohl. Captain O'Neill, das ist der Strategiemodus. Was man gewinnen kann, weiß ich nicht. Was man verlieren kann, jede Menge Nerven. Die habe ich ja gestern schon gezeigt. Heute ist ein neues Paket gekommen. Jawohl, wollte die kleine Ratte flüchten, aber nicht mit uns. Gestern habe ich gegen QB gespielt. Quickie Baby hat mich gestern hart gedisst. Er hat dann gesagt, wie kann jemand 3 Gunmarks auf dem Type 5 Heavy haben, der zu blöd ist, gleichzeitig zu lenken und den Turm zu drehen. Das fand ich hart. Vor allem habe ich 3 Gunmarks auf dem Type 5 Heavy im Gegensatz zu ihm. Und ich habe auch 700 Schaden pro Runde mehr im Type 5 Heavy als er. Also, was bildet der Clown sich ein, Olaf zu beleidigen? Wenn Margaret Curie das nächste Mal sieht, gibt's Schelle. Direkt Schelle. Zack. Zerquetsch die Made. Hast du nicht Frau, die für dich einkauft? Prinz, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich verheiratet bin und du wahrscheinlich nicht. Er ist hier, links, hinten, tief. Hier ist er. Hi. Ja. Kleiner, elender Rattenbengel. Das war's wert. Du kleiner Mieser. Jetzt fährt er... Guck mal, er hätte jetzt hier das 261... Ja, bei Heinz Harald ist halt auch schon... Und es ist jetzt bestimmt nicht meine Glanzstunde gewesen, aber... Die Disses sind hart. Ah, hat er nicht mit gerechnet mit dem Proxy-Spot, Olaf. Hm? Unreal that Type 5 Heavy's doing that, but it's a good play by him, so respect where respect is due. Okay, also er eben war noch...
Was macht der dumme Type 5 da? Jetzt kommt. Okay, der Type 5 hat mich Proxy gespottet. Gutes Spiel. Oh, that's a very aggressive play by him. Aber jetzt kommt gleich das Beste. Das ist jetzt witzig, ja. Also, ich fand's lustig jedenfalls. Deswegen zeige ich es euch gerade. Ich glaube, er kennt mich gar nicht. Wir haben uns zwar schon 2-3 Mal getroffen, irgendwie auf der Gamescom oder auf der TwitchCon, aber mich jetzt kennen tut er, glaube ich, nicht. That's a bad shot. I should have hit that cleaner, my bad. Jetzt kommt Olaf. Olaf, der große Fail-Olaf. He is, oh, the worst possible time for me. Oh my god, there's a Type 5 Heavy. Oh my god. Papa Olaf ist da. Papa Olaf muss erstmal den SW wegmachen. Oh god, I gotta start to aim better right now. You know, I'm just gonna go down and tank a shot from him and farm him. I think that's what I gotta do. Oh no. Es ist übrigens übelst scheiße, im Type 5 getrackt zu sein, ne? Wer von euch schon mal Type 5 gefahren ist, der weiß das. You know what, that Type 5 Heavy's done a good job. That 121B is also a good player, so well done, dude. Why is my Super Conqueror not shooting anything? Das war gerade übrigens wieder ein Lob. Type 5, guter Job, hat gut gemacht. Jetzt geht's los. I had to fight like the one good Type 5 Heavy player on the whole damn server, right? War wieder ein Lob. Er hat sich darüber beschwert, dass er den einzig guten Type 5 Heavy Player auf dem Server gefunden hat. Hier hatte ich übrigens einen cleanen Killshot auf ihn. Er ist viel zu weit rausgefahren mit seinem CS63 und ich habe einen extrem guten Schuss auf seine Wanne und der bounced. Ich habe gekotzt, er hat sich gefreut und jetzt geht's los. Jetzt wird's wild. Und das ist halt so eine Situation, die willst du im Type 5 nicht haben, ne? Dauergetrackt sein. Oh my god, did I really fluff that? Du machst dagegen halt auch nichts. Ich habe jetzt andersrum versucht zu drehen, um ihn zu treffen. Dude, 3 marks of excellence on the Type 5 Heavy and the dude can't actually manage to drive his turret and his hull in the correct way. Well, I fluffed up my shot. Was hätte ich jetzt hier machen sollen? Mein Killshot ist gebounced. Ich wurde von RNG wieder gefickt. Dude, how does that Type 5 Heavy have 3 marks of excellence, but the dude can't even drive his turret and his tracks in the correct way? Oh, God. Das Beste ist, hier kommt gleich eBay. Oh. Board Account. Leute, wir sehen das jetzt alle mit Spaß, okay? What? Is the guy just memeing on me right now? He's got 62% wins, and I don't understand. But okay, I guess he was just memeing on me. Shame that I missed the guy's tracks, otherwise I would have been okay. Olaf memt nicht. Olaf ist ein Meme. Olaf memt nicht, Olaf ist ein verdammtes Meme. So, ich fand's lustig. Also, das ist jetzt hier Quickie Babys Account. 214 Gefechte auf dem Type 5, Olaf. 2644 Durchschnittsschaden. 60% Siegrate. Ist nicht schlecht. Da liegen locker 500 Schaden mehr an, mein Freund. Und die Siegrate ist auch deutlich höher. Das, man, es geht nicht um die Gunmarks. Es geht einfach darum, dass mein Olaf deutlich stärker ist. Es geht um den Schwanzvergleich. Wenn er mir schon unterstellt, dass ich zu blöd bin, geradeaus zu fahren. So, haben wir das auch geklärt? Ich bin hier, weil ich auf Maus stehe. Spiele WOT gar nicht. Oh. Lolona, das hast du so süß gesagt, da wäre ich fast rot. Bist du nicht verheiratet? Wenn du nicht verheiratet wärst, wäre ich jetzt direkt mit dir durchgebrannt für das Kompliment. Richtiger Name ist Lolona 1879. Das ist jetzt aber gemein. Du Hund. Chalk kann man gar nicht verlieren. Man hat ja genauso viel HP. Man hat ja genauso viel HP wie das gesamte Gegnerteam. Wie willst du da verlieren? Immer wenn ich mal eine brauchbare Runde hatte, sind alle gekauft. Aber wehe, einer von euch ist im Gegnerteam. Und da wird dann gesagt, ihr seid gekauft. Nein, nein. Oh Gott, ich hatte Lex. Oh Gott, ich habe nebenbei noch meine Steuererklärung gemacht. Was qualmst du da? Das ist eine Crackpfeife. Also, gute Nacht. Ich wünsche euch was. Haut rein. Tschüss.